bei dir, dann ist egal, was ich mache, der Lichtschwan ist in meinem Leben. In meinem Leben. So. Wie soll ich, ne? Jetzt ist das Video zum Beispiel, weil das sind die alten Tattoos, ne? Ich kenne das schon. Ach, ist aber. Ich habe das Gefühl, dass der Lichtschwan gar kein bisschen. Das ist ein Stalker-Lichtschwan. Ein mobiler Stalker. So, und jetzt einmal, weil ich gesagt habe, ein nächstes Duschvideo kann ich jetzt machen. Obwohl ich ein tolles Duschspiel habe, was ich vorher testen könnte, aber ich habe auch nicht so viel Bock. Heute aus verschiedenen Gründen. Aber egal. Entscheidend ist. Nein, 2, 3, 4, 5. Also richtig so. Entscheidend ist ja hier, dass Liz Vegas. Die großartige Tätowierung, die eine ganze Arbeit geleistet hat. Ich kann das einmal zeigen. Also. Zack. So. Kann man wahrscheinlich sehen. Hoffe ich, kann man sehen. Und ich kann euch sagen, es fühlt sich so gut an, wie es aussieht. Fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Ich darf duschen, weil mein Körper momentan Heilungskräfte hat, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich hatte keine Nachblutung, kaum. Ich hatte ab der ersten Nacht schon keine Nachblutung mehr. Es ist ja fantastisch und magisch. Liz von Hafenfarben hat das hervorragend gemacht. Und ja, für die Leute, die denken, was hat das denn Scheiß? Die Tattoos sehen alle total scheiße aus. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, meine Tattoos sehen schon jetzt aus. Scheiße aus, nicht erst im Alter. Und die Leute lassen sich kunstvoll irgendwas stecken und ganz ehrlich, die sehen nachher genauso aus wie das hier, aber das sieht jetzt schon so aus. Kunstvoll irgendwelche Runen und so weiter und die sehen halt im Alter alle ausgefranst aus. Ich bin schon alt und es sieht ausgefranst aus. Und die andere Sache ist, dass ich aufgrund meiner Vergangenheit, und ich glaube, dass, naja, lass mich so formulieren. Ich war in Heimen und ich habe halt in anderen Familien gewohnt und habe halt auch nicht so alles so toll gehabt, wie ich versuche, mir das vorzustellen, wie sein könnte als Kind. Und all die Narben, die ich in mir trage, abgesehen von den ganzen psychischen Defekten, die lasse ich jetzt nach außen wachsen. Und das hier oben hat richtig wehgetan. Ich habe die Tätowierung auch zweimal richtig verflucht. Aber ich sag euch, das alles hat niemals so wehgetan wie das, was ich als Kind erlebt habe. Und deswegen fühlt sich dieser ganze Kram unheimlich gut an. So ist es. Also für mich. Und jetzt gerade das hier. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. So, und das war es heute. Reicht ein kurzes Duschvideo mit dem neuen Tattoo. Ich zeige es euch aber am Montag in aller Ruhe, aber heute sind alle Kameras durchgedreht und deswegen lassen wir es, wie es ist. Genießt das Wochenende. Habt noch ein bisschen Spaß mit allem, was so dazu gehört. Vielleicht sehen wir uns ja noch irgendwo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mal gucken, ob wir ein Video noch etwas gebraucht haben. Wir werden es sehen. Bye.